Hallo, schön, dass du dabei bist. Fühlst du dich auch manchmal so angespannt und verspannt? Ich zeige dir heute drei super effektive Stretching-Übungen, mit denen du deinen ganzen Körper dehnen und in die Länge ziehen kannst. Eine wahre Wohltat. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Bonusübung, die zu meinen absoluten Lieblingen zählt. Um keine weiteren Yoga- und Fitnessübungen zu verpassen, abonniere doch gern meinen Kanal. Vielen Dank für deine Wertschätzung. Und nun geht's los. Um die Körperrückseite zu dehnen, beginnen wir mit einem Wechsel der halben und tiefen Yoga-Vorbeuge. Komm dazu in einen aufrechten Stand. Lass deine Knie hier minimal eingebeugt. Mit dem Einatmen heb deine Arme an. Und mit dem Ausatmen lass deinen Oberkörper in die tiefe Vorbeuge nach vorne unten sinken, bis du eine Dehnung in deinen Beinrückseiten und in deinem Rücken spürst. Lass hier die Knie immer noch minimal eingebeugt. Mit deinem nächsten Einatmen beug deine Knie, streck deinen Rücken und schieb dein Gesäß nach hinten wie ein Entenpo. Ausatmen, sink wieder in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge mit gebeugten Knien und geradem Rücken. Und ausatmen wieder tief. Setz diese Übung in deinem Tempo sofort. Das Schöne an diesen Yoga-Übungen ist, dass sie nicht zu schwer, aber dennoch sehr effektiv sind. Mit diesen Vorbeugen dehnst du beispielsweise die Faszienzuglinie deiner gesamten Körperrückseite. Beug nun deine Knie stark ein und richte deinen Rücken auf und komm so in den Stand zurück. Atme nochmal tief durch und spüre, wie sich dein Rücken jetzt anfühlt. Für die Dehnung deiner Körperseiten stell dein rechtes Bein vor deinem linken Bein auf. Streck deine Arme nach oben und falte deine Finger ineinander. Streck dich lang nach oben. Neige deinen Oberkörper nun nach links, drück beide Füße in den Boden und zieh dich so auseinander. Durch diesen so entstehenden Zug auf die Faszien wird der Stoffwechsel im Bindegewebe angeregt, sodass die Faszien geschmeidiger werden und wir uns auch flexibler fühlen. Atme dabei tief und voll ein und aus. Und nun löst die Haltung wieder auf. Lass die Arme sinken und bring für den Seitenwechsel dein linkes Bein vor dein rechtes. Streck deine Arme mit ineinander gefalteten Fingern wieder nach oben, streck dich nochmal in die Länge und neig deinen Oberkörper nun nach rechts. Drück wieder beide Füße nach unten in den Boden und spann dich wieder auf. Atme gleichmäßig ein und aus. Nimm die Dehnung auf deiner Körperseite wahr. Richte dich nun wieder auf und spüre auch hier noch einmal, wie sich dein Körper, dein Rücken, die Körperseiten jetzt anfühlen. Für die dritte Stretching-Übung, die die Körpervorderseite dehnt, komm mit nach unten auf deine Matte in einen Kniestand. Bring von hier aus deinen rechten Fuß nach vorn und leg die Hände auf deinem rechten Oberschenkel ab. Zieh deinen rechten Fuß und dein linkes Knie im Boden aufeinander zu, als würdest du die Matte zusammenschieben wollen. Halte diese Grundspannung, wenn du jetzt dein Becken nach vorne in die Leistendehnung sinken lässt. Drück dich hier gleichzeitig mit deinen Händen vom Oberschenkel weg. Du kannst diese Übung jetzt so beibehalten oder noch die Bonusübung von hier aus mitmachen. Bring dazu dein rechtes Knie nach außen an den Mattenrand und stütz dich mit einer linken Hand links neben der Matte ab. Lass dein Becken wieder nach vorn sinken und heb nun deinen rechten Arm über die Seite an und schau deiner Hand hinterher.
Egal in welcher Haltung du bist, schieb dein Brustbein nochmal nach vorn für die Öffnung und Dehnung im Oberkörper. Und nun komm vorsichtig aus der Haltung heraus für den Seitenwechsel. Wir beginnen wieder mit der geraden Leistendehnung. Bring dazu deinen linken Fuß nach vorn und leg deine Hände auf deinem Oberschenkel ab. Zieh jetzt den linken Fuß und dein rechtes Knie aufeinander zu. Halte diese Grundspannung in deinen Beinen und lass dich mit deinem Becken jetzt nach vorn sinken, bis du eine Dehnung in deiner rechten Leiste spürst. Drück dich mit deinen Händen von deinem Oberschenkel weg und nimm deine Schultern nach hinten zurück. Und nun hast du wieder die Wahl, in dieser Haltung zu bleiben oder für die Erweiterung mit in die gedrehte Leistendehnung zu gehen. Bring dafür deinen linken Fuß an den linken Mattenrand und setz deine rechte Hand rechts außen neben der Matte flach am Boden ab. Heb die linke Hand über die Seite nach oben und lass dein Becken wieder nach vorn sinken. Auch wenn du in der geraden Leistendehnung geblieben bist, heb noch einmal dein Brustbein an und lass deine Schlüsselbeine so auseinander fließen. Komm nun wieder achtsam aus der Haltung heraus und fühle nochmal, wie gut sich diese Dehnungen anfühlen. Neben dem Dehnen ist es auch wichtig, seine Muskulatur zu kräftigen. Ein sehr empfehlenswertes Video findest du hier. Viel Spaß und danke, dass du mit mir Yoga übst.